Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit. Willkommen auf ein Bier mit heute Abend aus dem Goldenen Bock in Ulm. Und ich freue mich sehr, Markus Ertelt ist da. Herzlich willkommen. Ich freue mich, Prost. Heute hier zu sein. Danke fürs Kommen. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Markus Ertelt, Schauspieler und Extremhindernisläufer. Worüber sprechen wir zuerst? Schauspieler, würde ich vorschlagen. Ja, das ist mein Beruf und meine größte Leidenschaft auch. Wobei wir unbedingt nachher auch über dieses extremen Hindernis laufen. 24 Stunden Rennen und was du alles machst, ist ja völlig irre. Sehr gerne. Um da mal schon mal vorweg meine persönliche Meinung dazu zu platzieren. Warum bist du Schauspieler geworden? Gute Frage, ja. Ich bin Waldorf-Kind. Die erste Frage, gleich eine gute. Ja, die ersten 4 Jahre war ich auf einer Waldorfschule und das hat mich wahrscheinlich ein bisschen geprägt mit Klassenspielen. Da bin ich in Berührung mit der Bühne gekommen und das hat mich so fasziniert, tatsächlich schon in sehr frühen Jahren, dass ich für mich den Entschluss getroffen hatte in der 4. Klasse, dass wenn ich irgendwann mal fertig bin, dann möchte ich Schauspieler werden. Was hast du damals gesehen im Fernsehen oder auf einer Bühne, dass du gesagt hast, Schauspiel ist es? Es war die Arbeit auf der Bühne, was zu spielen, was darzustellen. Du kamst ja auch über die Bühne zum Fernsehen, zum Film. Kann man so sagen. Ich habe eine klassische Theaterausbildung gemacht an der Akademie für Darstellende Kunst, auch hier in Ulm. Mhm. Und habe aber dann während dem Studium gemerkt, um das mal vorne wegzunehmen, dass die Theaterwelt dann doch nicht das ist, wo ich dann letztendlich hin möchte. Oder? Warum nicht? Das sind viele Faktoren. Ich stelle zu viele Zwischenfragen heute, ne? Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich lehne mich zurück und höre zu. Ich versuche es irgendwie kurz zu nein, fassen. Nein. Und den Faden nicht zu verlieren. Also das hat ein bisschen was mit der Arbeitsweise zu tun dort. Also es fängt schon an, dass man Arbeitszeiten hat, so diese nicht ganz meine sind, 10 bis 14 Uhr Pause, dann wieder arbeiten. Theater. Sind jetzt beim Theater. Genau. Dann ist auch, muss man ganz klar sagen, der Verdienst einfach nicht so, dass man davon gut leben kann. Wenn man eine Familie hat, wird es schwer. Und da waren zu viele Dinge, die mir da nicht gefallen haben, wo ich gesagt habe, das ist nicht das, was ich letztendlich möchte. Und dann habe ich die Arbeit vor der Kamera kennengelernt und wusste ja, das ist was mir sehr gut gefällt. Was ist da besser? Die Arbeitszeiten. Das Nein, Geld? Ja, das sicher auch, muss man so sagen. Wenn man dreht, dann verdient man auch anders, wenn man dreht. Ja, da, und die Arbeitsweise gefällt mir auch sehr gut. Man kann, wenn man die Möglichkeit hat und die Zeit hat, was man leider nicht mehr so hat, man könnte was perfekt machen. Man kann so lange was wiederholen, bis man sagt, jetzt passt's. Ich mag die Formulierung. Man könnte es perfekt machen, ja. Klammer auf, man macht's aber nicht, weil es dann wieder viel Geld kostet, Klammer ja. zu. Es kommt auf die Produktion natürlich auch drauf an. Ja. Was war so in deiner persönlichen Vergangenheit bisher? Da gibt es ja wirklich großartige Dinge, viele Serien. Da gab es sowas wie das Forsthaus Falkenau, da gab es Tatorte, da gab es den Polizeiruf. Da gab es ja wahnsinnig viel, das du schon gemacht hast in der Vergangenheit. Was war so dein persönliches Highlight? Ganz klar der Bollywood-Film, an dem ich mitgemacht habe. Warum? Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ich würde gerne. Shivai. Shivai. Ja, ich habe es gelesen und dachte, nee, um Gottes Willen, sag ja nie den Namen, du machst es falsch. Nein, es ist die Arbeitsweise war auch. Es war einfach ein hochinteressantes Projekt mit einem sehr hohen Budget, muss man dazu sagen. Und natürlich für mich eine ganz andere Welt. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt 2016 nie wirklich Berührung mit Indien. Und dann bin ich von heute auf morgen, im wahrsten Sinne des Wortes, in Hyderabad gelandet, der größte Filmstadt der Welt, und stand an einem Set gefühlt mit 300-400 Leuten und das hat mich umgehauen. Das war eine andere Dimension. Natürlich in Kombination mit der anderen Kultur, das hat mich schon umgehauen. Dann habe ich 3-4 Tage gebraucht, um mich auch an diesen ganzen Trubel zu gewöhnen. Und dann war es einfach ein ganz, ganz schönes Erlebnis. Nicht nur vor der Kamera zu stehen, auch das Land zu erleben, die Menschen zu erleben, das Essen. Ich liebe indisches Essen. Es war eine ganz großartige Zeit. Du musst noch weiterreden, ich trinke gerade. Pardon. Das Einzige, was zu der Zeit vielleicht nicht so schön war, um das an der Stelle zu sagen, ich bin kurz davor Vater geworden. Also ich war in den USA, die Kinder kamen zu früh, ich bin Zwillingspapa. War nicht da bei der Geburt, war zu dem Zeitpunkt bei einem Event in den USA. Hat dann wieder ein paar Tage gedauert, bis ich nach Hause kommen konnte.
war todkrank, konnte meine Frau nicht besuchen, die Kinder nicht besuchen, waren ja Frühchen. Und kurz danach kam eben auch die Drehverschiebung aus Indien und ich musste quasi meine kleine Familie dann auch für ein paar Monate gleich verlassen. War dann von der Seite auch nicht so einfach, das alles irgendwie zu bewerkstelligen. Trotz allem habe ich da eine ganz, ganz großartige Erinnerung daran. Mittlerweile hast du die Kinder kennengelernt. Ja, kann man so sagen, ja. Immerhin. Und sie mich auch, ja. Und sie dich auch. Wieso, und ich höre so oft von Schauspielern, dass Bollywood-Filme, dass die so großartig gedreht werden, mit viel Geld, du hast es selber auch gerade gesagt, hohes Budget, mit vielen Schauspielern, sehr professionell. Warum sind die bei uns in Deutschland verhältnismäßig unerfolgreich? Die Bollywood-Streifen jetzt. Ja, verhältnismäßig. Liegt sicher auch in deren Geschmack. Ne? Also ich meine, die Filme, die bei uns ankommen, es ändert sich gerade sehr stark, muss man sagen. Also es gibt mittlerweile viele Bollywood-Filme und auch Serien, die auf Amazon Prime laufen, die auf Netflix laufen. Erfolgreich? Ja, sehr erfolgreich, ja. Auch die den westlichen Geschmack irgendwo treffen. Die, sag mal, was man mit dem indischen Film oder mit dem Bollywood-Film in Verbindung bringt, ist ja grundsätzlich Tanzen, Gesang. Tanz. Ist sicher ein großer Teil der Kultur, aber das ändert sich jetzt gerade auch in dem Streifen, in dem ich mitgemacht habe, war keine einzige Tanzeinlage dabei. Ja. Sehr viel Action, trotz allem ist es eine andere Kultur. Ja. Es ist alles, wenn man so möchte, theatralischer, es ist alles ein bisschen aufgebauschter und das passt jetzt nicht so zu unserem Filmgeschmack. Ja. Bei uns gehen die Filme 85 Minuten, 90 Minuten, meine 120 Minuten, aber da muss halt alles ganz schnell passieren. Und da gehen die Streifen halt 180, 240 Minuten, ist ganz normal. Es ändert sich gerade, auch mit einer ganz jungen Riege an Regisseuren, die da heranwachsen und auch das Thema anders angehen. Bin sehr gespannt, was da noch kommt. Ja. Wie ist Bollywood auf dich aufmerksam geworden? Also du kommst ja ursprünglich, du bist in Stuttgart geboren, aber man kann ja schon sagen, du bist ein Ulmer, mittlerweile auf jeden Fall. Wir sagen das gern so. Wie kommt Bollywood auf dich? Das waren ein paar glückliche Zufälle. Ich habe 2008 war es, für Action Concept was gedreht in Köln. Das war so eine Action-Serie, da habe ich einen Cagefighter gespielt. Und ein Stunt-Coordinator, der mittlerweile nur noch in Fernost arbeitet und Indien. Ich hol gleich ein Wörterbuch raus. Immer mitdenken. Ein Stunt-Coordinator, der quasi die ganzen Stunts koordiniert, inszeniert. Und da gibt es ja nochmal extra jemand, der das Ganze dann auch filmisch festhält. Das ist einfach ein anderer Berufszweig. Man muss das wissen, wie technisch, wie die Kamera steht, dass es gut aussieht, dass ein Kampf gut aussieht. Und da kam dieses Drehbuch auf den Tisch und sie haben jemanden gesucht, der quasi nett und sympathisch wirken kann, aber auf der anderen Seite auch ein... Nochmal die Frage, warum haben sie dich genommen? Ja, ich komm gleich dazu. Ich komm gleich dazu, ja. Und auf der anderen Seite eben das krasse Gegenteil auch sein kann. Das ist ja, im Deutschen werde ich oft eben eher nicht für den Netten besetzt, sondern eher für den nicht so ganz Sympathischen, wenn man es mal so ausdrücken möchte. Das meinte ich natürlich mit der Frage. Also nicht, dass ich jetzt denke, für den Unsympathischen. Um Gottes Willen. Und da ist er auf mich gekommen und hat mich vorgeschlagen und er hatte mir vorab mal per Facebook eine Nachricht geschrieben, ob das okay wäre, wenn er mich da vorschlagen würde. Ich habe das gesagt, na klar, finde ich toll, aber habe es irgendwie wieder vergessen und auch gedacht, naja, die Leute erzählen viel, wenn der Tag lang ist. Und dann kam eine E-Mail und ich muss sagen, ich habe sie beinahe gelöscht, weil ich könnte ja mal Spam sein. Das war tatsächlich ein Studio aus Mumbai, das sich bei mir meldet und gerne mit mir einen Videotalk machen würde. Mhm. Und dann habe ich mir das nochmal durchgelesen, okay, das müssen die sein. Und 3-4 Tage später hatte ich dann einen Skype-Chat mit dem Regisseur. Und so ist es dann irgendwie zustande gekommen. Ein halbes Jahr später war ich dann, wie gesagt, in Hyderabad. Wie lange warst du vor Ort? Insgesamt ging das Projekt fast 9 Monate. Wow. Ich war Drehzeit vielleicht im Zeitraum von 4-5 Monaten da. Hyderabad, Mumbai, dann noch eine Stadt in Indien und dann noch ungefähr 6-7 Wochen in Bulgarien. Das heißt, du hast tatsächlich deine Kids und deine Frau erst gesehen, als die Kinder 4-5 Monate alt waren? Es war mit Unterbrechung, aber wenn man so möchte, in dem ersten Jahr war ich ungefähr 5 Monate nicht zu Hause. Wow. Ist auch nicht so einfach, wenn man so lange Fall, und so viel, also besonders in der Phase, aber generell, du bist ja viel unterwegs. Ja. Wie groß ist das Heimweh, wenn du dann irgendwo festhängst? Also am Anfang war es schon schwer, weil es war ja auch nicht so, dass es eine leichte Geburt war. Es sind Zwillinge, das ist immer ein bisschen schwerer. Die Mädels es waren Schreikinder, muss man dazu sagen. Es war eine ganz harte Zeit. Zum Glück sind meine Eltern da. Ihre Eltern sind da, die haben ihr dann so gut es geht geholfen, waren da, aber ich war nicht da. Und war nicht leicht. Bollywood oder Hollywood? Jeder will nach Hollywood. Also Hollywood ist ein
großer Traum, ja. Also man muss ja Träume haben, aber Realismus ist was anderes. Aber klar, wenn man es sich aussuchen könnte, Hollywood. Warum? Große Filme, Actionfilme, große Settings, mehr Zeit zum Drehen, großartige Rollen. Ja, die Liste ist endlos. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Großartige Schauspieler, auch wenn wir die natürlich auch hier haben, aber man ist ja geprägt von Filmen aus Hollywood und aus Serien. Ja. Wie macht man das als Schauspieler, wenn man nach Hollywood möchte? Also kann es ja schlecht irgendwie einen Brief schreiben. Hallo Hollywood. Ich bin's. Ein Versuch wäre es ja wert. Ich weiß es nicht, sonst weiß ich nicht, ob ich heute hier sitzen würde, ja, wenn ich es wüsste. Ich hoffe, wenn du irgendwann Hollywood machst, dass du trotzdem manchmal hier sitzt. Selbstverständlich. Das wäre mir sehr wichtig. Auf jeden Fall. Ich unterstütze dich. Auf jeden Fall. Im Ernst, wie geht man das an? Also Schauspiel ist doch insgesamt, korrigier mich, ich habe da nicht so einen richtigen Einblick, deswegen sitzen wir ja heute zusammen, aber das ist doch sehr schwer planbar alles, oder? Es ist überhaupt nicht planbar. Gar also nicht. Man kann, man hat seine Ausbildung, ja, man hat seine Vorstellung. Wir man trinken viel zu wenig. Ja. Sorry. Na, das so viel Zeit muss sein, ja. Zum Wohl. Zum Wohl, ja. Ja, was ist schon planbar, ja? Es ist, man kann nur seine Hausaufgaben machen. Man muss schauen in Deutschland, dass man bei allen Castern vertreten ist, dass man einen kennt, dass man einmal gesehen hat, dass das Band immer aktualisiert ist, dass man immer mal wieder Hallo sagt, hier bin ich, mich gibt's noch, ich habe nicht aufgehört, ich bin noch auf dem Markt, ja, ich bin noch da, ich habe mich nicht verändert. Das ist schon in Deutschland ganz schwerer Markt. Wir haben sehr, sehr viele Schauspieler und es gibt im Verhältnis einfach wenig Rollen und Serien oder Filme, die da produziert werden. Ich glaube, es sind 26.000, 27.000 Schauspieler. Und, in Deutschland? Ja, nur in Deutschland. Wenn man nach Hollywood geht, ich glaube, allein in Los Angeles leben 200.000 arbeitslose Schauspieler. Und da muss man keine Illusion haben und sagen, ich komme als Deutscher dahin und sage, hey, hallo, hier bin ich. Und die Leute dort, die sind alle gut ausgebildet, die können tanzen, die können singen, die sind gute Schauspieler, die sind körperlich fit. Das ist ja nochmal eine andere Geschichte dort. Und das ist ganz schwer, muss man auch ein bisschen realistisch sein. Okay, ja. Was heißt Hausaufgaben machen? Das heißt, du lernst, trainierst tanzen, singen? Ne, die Sachen mache ich nicht. Das ist auch nicht unbedingt der Markt, den wir hier in Deutschland haben. Ich schaue, dass mein Reel auf dem neuesten Stand ist, dass ich aktuelle Bilder habe, dass ich immer wieder anrufe und sage, hier bin ich. Ja. Ein Reel? Showreel. Ein Film über dich, der so kurze zeigt, was du kannst. Sequenzen, genau, das von den Dingen, die ich bisher gemacht habe. Mhm. Ja. Das sind so die Hausaufgaben, die man machen kann. Und dann hoffen, dass einer das sieht und denkt, der Markus, der passt auf die Rolle, den rufe ich jetzt an. Oder ich rufe die Agentin an und dann, das ist so die übliche Vorgehensweise in Deutschland. Ist ja ein Traumjob? Wenn man dreht, ja, auf jeden Fall. Also okay, ich, aber das schwingt schon wieder mit, wenn man nicht dreht, dann eben nicht. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ich meine, ich bin jetzt schon sehr lange dabei. Was machst du, wenn deine Kids sagen, ich möchte Schauspielerin werden? Wenn die das wirklich wollen, dann werde ich die da unterstützen. Da haben sie einen Vorteil. Ich weiß zumindest ein paar Dinge, die sie besser machen können, als ich sie vielleicht damals gemacht habe. Wieso, was würdest du heute anders machen? Die Herangehensweise. Also was man auf der Schule nicht gelernt hat, ist, wie sieht der Markt wirklich aus? Wie, ganz einfache Dinge. Wie sieht ein Foto aus? Ja? Wie sieht ein Showreel aus? Wo rufe ich an? Was kann ich machen, um auf mich aufmerksam zu machen? Das sind so einfache Sachen, die wir beim Studium leider nicht gelernt haben. Und das, was ich auch von Kollegen immer wieder höre, das ist einfach wichtig, das gehört dazu. Und ansonsten, meine Töchter, die können machen, was sie wollen, wenn sie das mit Leidenschaft machen. Das ist auch klar. Man muss Also, wir können es auch von den Töchtern lösen. Ich weiß, es gibt viele junge Menschen, die sagen, Schauspielerin, Schauspieler, das ist es genau. Würdest du eher sagen, ja, mach? Oder würdest du eher sagen, puh, guck mal, ob vielleicht nicht doch? Ich würde sagen, überlegst du dir ganz genau. Ja. Ja. Und seid ihr auch darüber im Klaren, dass, wenn wir beim Planbar sind, dass nichts planbar ist. Deine Zukunft sieht so und so aus. Du musst extrem flexibel sein. Mhm. Wenn du einen Partner hast, muss er auch extrem flexibel sein. Und wenn du das wirklich willst, generell bei allen Dingen bin ich so, also wenn man was wirklich will und dann bereit ist dafür auch, das zu investieren, dann mach's auf jeden Fall. Da bin ich der Letzte, der sagt, mach's nicht. Da bin ich auch meinen Eltern sehr dankbar. Die haben nie gesagt, das ist keine gute Idee. Die waren eher froh, dass ich was habe, wo ich dann auch mal was durchziehe und sage, ey, das ist was, woran ich glaube. Ja? Ich bin jetzt auch, in der Schule war es eine Katastrophe mit mir. Ja? Ich habe zwar mein Abitur gemacht, aber ich habe es eigentlich nur wegen meinen Eltern gemacht, ja? Die mich da unterstützt haben. Während dem Studium war es das erste Mal, dass ich auch gesagt habe, das ist es mir wert, das ziehe ich durch, das will ich. Und dann bin ich auch so an die Sache herangegangen. Mhm. Ja. Jetzt habe ich schon gesagt, du machst ja wahnsinnig viel. Bei dir läuft es ja saugut, das muss man mal sagen. Ich sage noch mal kurz Tatort, einfach weil ich so ein großer Tatort-Fan bin. Deswegen muss ich es manchmal so. Aber viele, viele andere Sachen. Was wäre denn dein Plan B?
Den habe ich eigentlich schon sehr lange jetzt auch. Also ich, seitdem ich Familie habe, da ändert sich einfach viel. Ich möchte meinen Töchtern auch was bieten. Ja? Ich möchte nicht, dass jeden Monat, dass man drüber nachdenken muss, wie kann ich jetzt unsere Rechnung bezahlen. Und so geht es vielen in unserem Business. Bis vor, sagen wir mal, 7, 8 Jahren war mir das egal. Und ich sage, ich gehe dann zur Not, fahre ich Taxi. Oder ich möchte jetzt niemanden, keinen Taxifahrer verunglimpfen, aber da gehe ich in eine Bar und stehe da an der Bar und verdiene mein Geld. Aber das geht halt irgendwann nicht mehr. Und da war mir auch klar, ich brauche irgendetwas auch für mich selber, um eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Und da ist die zweite Leidenschaft zum Tragen gekommen, der Sport. Ich habe eine Sport-Event-Agentur. Wir veranstalten Hindernisläufe. In ganz Deutschland ist jetzt auch nicht der sicherste Job. Aber zumindest habe ich hier eine gewisse Planbarkeit, kann ich ein paar Sachen selber planen und beeinflussen, ja. Damit sind wir beim Extremhindernislauf. Wobei, halt, stopp, ich habe eine Frage noch. Wie war es mit Martin Rombach? Jetzt helfen wir auf die Sprünge. Komm. Der Förster. Ach Gott, der ich war mit Hardy Krüger gedreht. Ach so, echt? Ich habe mit Hardy Krüger gedreht, ja. Ich dachte, wir reden jetzt noch kurz über den Förster. Nein, jetzt war ich selber schon spät. Nein. Nee, ich war mit Hardy Krüger vor der Kamera. Na gut, war super. Dann reden wir nicht mehr über Forsthaus Falkenau. Extremhindernislauf, was steckt da drin? Sehr viel Leidenschaft. Ich muss ein bisschen ausholen. Auch das hat irgendwann mal angefangen, so, ich sag mal, während der Schulzeit. Ich bin ein sehr sportlicher Mensch, komme aus einer sportlichen Familie. Ich habe sehr lange Leichtathletik gemacht. Mhm. Bin also schon sehr früh mit dem Leistungssport in Kontakt gekommen. Mhm. Ich auch. Ja, ich wollte dich schon direkt einladen, aber können wir nachher noch machen. Oh Gott, ich nehme noch ein Bier. Und ich war immer auf der Suche nach irgendwas, das bin ich ja heute auch noch, immer nach der nächsten Herausforderung. Was könnte ich noch machen, was könnte ich ausprobieren? Und das normale Laufen war mir irgendwann zu langweilig, auch einfach nur im Kreis rumzulaufen. Und da habe ich nach Dingen gesucht, was könnte man noch so machen? Und da bin ich auf den Tough Guy gestoßen in England. Das ist so der, kann man sagen, der Ursprung von allen Hindernisläufen. Mhm. Das muss man sich so vorstellen, es geht wirklich über Stock und Stein, über Eis, Wasser, natürlichen Hindernissen, aber auch eben künstliche Hindernisse aus Militär, Eskaladierwände, Kletterwände und solche Sachen. Und da bin ich 2000 zum ersten Mal drüber gestolpert und war dann klar, da muss ich irgendwann mal hin und mitmachen und das ausprobieren. Und ein paar Jahre später bin ich dann da gelandet und da ist dann nochmal was ganz Neues entstanden. Ich war so begeistert, nicht nur von dem Lauf an sich, das geschafft zu haben, sondern von der Atmosphäre, von den Teilnehmern, die da mitmachen, der Spirit. Das ist nochmal eine ganz andere Kiste, wie die man vielleicht bei einem Stadtlauf erlebt. Wenn man durch so Extreme geht, durch Kälte, durch Hitze, wenn man Hindernisse überwindet, das, all das passt dann auch wieder ein bisschen zu meinem Leben. Und das doch im Sport zu finden, das finde ich das Besondere am Hindernislaufen. Und je extremer das ist, desto mehr kommen diese Sachen auch zum Vorschein. Wie erfolgreich er da ist, und ich kann Ihnen sagen, super erfolgreich, darüber sprechen wir gleich. Gerne. Auf ein Bier. Bleiben Sie bei uns. Ab sofort jetzt neu in Ihrem Autohaus Reifenweiß. Der neue Subaru Forester und XV als E-Boxer mit garantiertem Fahrspaß. Vorbeikommen lohnt sich. Neuwagen, Gebrauchtwagen, Reifenservice, Autowäsche und E-Bikes. Ihr Autohaus Reifenweiß, der Subaru Allrad-Spezialist. Lästige Mitbewohner? Wir schaffen Abhilfe. Kaiser Insektenschutz in Witzighausen. Willkommen zurück. Schön, dass Sie weiterhin bei uns sind. Vielen Dank. Markus Ertelt ist bei uns. Wir haben gerade eben schon über die Schauspielerei gesprochen, über alles, was du da schon erreicht hast. Kommen wir auch noch mal drauf zurück. Aber jetzt wollen wir mal noch auf die Extremhindernisläufe schauen. Das heißt, wir sprechen über Läufe über eine gewisse Distanz mit unterschiedlichen Hindernissen. Du hast gerade schon gesagt, Eiswasser, Stock, Stein, Wände, über die man klettern muss. Ich habe sowas selbst mal gemacht. Tough Mudder. Mhm. Das ist völlig extrem und völlig irre, wenn man das macht. Da musst du auch mal Getting Tough ausprobieren. Ne? Also Getting was? Getting Tough. Getting Tough. Genau. Aber was ich ja eigentlich sagen will, ich habe das mal gemacht über ein paar Kilometer. Du machst es 24 Stunden am Stück. Habe ich auch schon gemacht, ja. Und hast es gewonnen? Wir haben es gewonnen, ja. 2017 war das. Ja. In Nevada, USA. In der Wüste, ja.
Was muss einem im Kopf, also ich versuche das freundlich zu formulieren. Ich trinke schon mal ein. Wo fällt's bei dir? Tja, wenn ich das wüsste. Das hat sich meine Frau auch schon ab und zu mal gefragt. Aber sie hat in den Jahren damit gelernt, umzugehen. Das ist so eine Sache. Man fängt mit einem kleinen Rennen an und dann steigert sich das Ganze halt. Auf 24 Stunden? Ja, auf 24 Stunden. Okay, wie macht man das? Also erstmal so die ganz klassischen Basic-Fragen. Hunger, Pipi, Durst. Hunger, ja, wobei sich das in Grenzen hält, muss man sagen. Durst, es hält sich alles in Grenzen. Selbst der Durst, man hat nicht wirklich Durst, man muss nur trinken. Man hat keinen Hunger, man muss nur essen. Pipi, ja, dann muss man das im Laufen machen, wenn man vorne dabei sein will. Und das etwas größere Geschäft zum Glück bleibt aus in der Regel. Sonst könnte es etwas Zeit kosten, ja. Das sind die Basics. Man hat keinen Hunger, man hat keinen Durst, man muss sich nur zwingen, das dann trotzdem zu tun. Okay. Ja. Also klingen 24 Stunden nur so wahnsinnig viel oder ist es dann wirklich auch extrem viel? Es ist schon sehr viel, ja. Also währenddessen, wenn man es macht... Müdigkeit, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Habe ich zum Glück keine Probleme mit. Also in den 3 Jahren, wo ich mitgemacht habe, hatte ich nie mit Müdigkeit zu kämpfen. Bin eh jemand, der sehr wenig Schlaf braucht, zum Glück. Aber da ist man im Wettkampf, dann trinkt man natürlich auch koffeinhaltige Shots, Gels, nachher trinkt man Cola. Das hält einen auch ein bisschen wach. Und natürlich der Wettkampf an sich. Ja, da wird man nicht wirklich müde. Da hat man andere Probleme. Welche Distanz legt man da in der Wüste in 24 Stunden zurück? Wir hatten am Ende 165 Kilometer. Knapp 6000 Höhenmeter. Weißt du, was lustig ist? Ich hatte gerade ganz kurz gedacht, du hättest gesagt 165 Kilometer. Ich hatte 165 Kilometer gesagt. Ja, und ein paar Hindernisse dazu. Und das Ganze, was es dann auch wieder sehr interessant gemacht hat, waren die äußeren Bedingungen. Das war in der Wüste. Ist zwar im November, aber man hat tagsüber so um die 32, 33 Grad, und sehr trocken. Und nachts wahrscheinlich Minus. Nicht Minus, aber gefühlt ist es tatsächlich so zwischen, sagen wir mal, 5 und 8 Grad. Sobald die Sonne weg ist, ist es ein ständiger Kampf mit der Kälte. Man zieht dann irgendwann einen Neopren an und noch einen dickeren Neopren. Und dann läuft man diese Distanz auch noch im Vollneopren. Und irgendwann friert man auch in diesem Neopren. Und man ist eigentlich mental nur damit beschäftigt, irgendwie zu denken, auch irgendwann wird es mir wieder bestimmt warm. Wenn die Sonne kommt, ist mir wieder bestimmt wieder warm. Ja? Und versucht, warmes Wasser in sich reinzulernen und solche Sachen. Aber das macht es für mich dann auch interessant, dieser ständige Kampf, eigentlich nicht mit der Konkurrenz, irgendwo auch, aber eher mit sich selber. Ja. Wie bereitet man sich darauf vor? In der Zeit bin ich, also ich muss sagen, ich habe diese Langdistanz Ultra war für mich bis 2014 überhaupt nicht, stand bei mir nie zur Debatte. Ich bin eher ein kräftiger Typ, mir liegt Kraftsport und nicht langes Laufen. Dann hatte ich einen Videoclip gesehen von diesem Wettkampf in den USA und wie es halt manchmal so ist, dann sieht man was und dann begeistert man sich dafür. Ich trainiere auch noch eine Hindernislaufgruppe, habe eine ganz, ganz tolle Truppe um mich herum. Den habe ich davon erzählt, da waren die Reaktionen auch so, was ist mit dir los? Du bist jetzt völlig durchgedreht, ja. Und das hat mir aber dann keine Ruhe gelassen. Und dann habe ich mich mal ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und das war so 2014, Dezember rum. Im Februar stand dann fest, Jungs, wenn wir einen Sponsor finden, der uns da unterstützt, auch mit den Reisekosten, dann melde ich uns an im März. Und das war dann tatsächlich so. Im März habe ich uns angemeldet und wir sind dann da rangegangen, wie, wenn man so möchte, die letzten Amateure. Ja. Wieso? Also keiner ist von uns zu diesem Zeitpunkt länger als mal 20 Kilometer gelaufen oder 25 Kilometer. Da fehlen ja dann nur noch 145. Ja, und dann war die letzten 145 schaffst du auch noch. Wenn du so möchtest, am Ende des Tages war es so. Ich weiß auch, wie ich mir dann überlegt habe, wie mache ich das denn jetzt auch mit dem Wochenpensum? Und dann habe ich für mich festgelegt, naja, komm, jetzt geh halt mal laufen. 25 Kilometer. Und nächstes Wochenende waren es 30, 40, 50, 60, 70. Nach 3 Monaten bin ich 80 Kilometer gelaufen, war dann einen Monat fast außer Gefecht gesetzt. Ich meine, du hattest ja deine Kinder zwischendurch mal kurz gesehen, dann ist ja alles okay. Ja, ich habe sie oft geschoben, ja, im Kinderwagen. Das war auch die Möglichkeit, zu Hause keinen Ärger zu bekommen. Ja. Ich habe die jeden Tag 1,5 bis 2,5 Stunden einfach mit dem Kinderwagen geschoben. War super Training für mich. Die Frau hat sich gefreut, die Kinder haben sich gefreut, dann konnten sie schlafen im Kinderwagen. Mhm. Tatsächlich, also es war super Training. Und ich habe mich da einfach über die Distanz rangearbeitet, über die Jahre. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Man muss sich natürlich auch, man muss schauen, dass man, ich habe es im ersten Jahr nicht besonders intelligent gemacht, muss man sagen. Ja? Also das war totaler Raubbau für den Körper.
Es war auch ein, zwei bei mir im Team, die dann richtig Knieprobleme bekommen haben und solche Sachen. Ich hatte zum Glück relativ, es waren nur kleinere Sachen bei mir. Hier mal hat es gezwickt und da mal hat es gezwickt. Was würdest du denn heute anders trainieren oder anders machen? Man muss sich, wenn man das wirklich erfolgreich gestalten möchte, auch für sich gesund gestalten möchte, dann muss man das über ein ganzes Jahr planen. Man kann auch nicht sagen, also ich laufe normalerweise 10 Kilometer und laufe dann ein Jahr später 150 Kilometer. Das ist eigentlich nicht wirklich sinnvoll. Jetzt habe ich 3 Jahre dafür gearbeitet. Ja, ich würde mir das in einem Zyklus aufbauen, 12 Wochen, dann wieder ein bisschen reduzieren. Aber es hat ja funktioniert. Du bist ja Weltmeister geworden. Es hat funktioniert, damit. Im dritten Jahr tatsächlich, ja. Das hat dann, wir waren aber auch im ersten Jahr schon sehr erfolgreich, muss man sagen. Wir sind im ersten Jahr auf Anhieb Vize-Weltmeister geworden. Mhm. Im zweiten Jahr war es dann ein bisschen schlechter. Da war es aber bei mir von der Zeit her auch nicht ganz so gut. Und im letzten Jahr, 2017, habe ich für mich selber gesagt, ich probiere es noch einmal. Das ist nicht mein Sport. Ich bin kein Langstreckenläufer, aber ich will unbedingt da noch mal versuchen anzugreifen. Aber wenn man dann sich entscheidet, man läuft 24 Stunden, ungefähr 165 Kilometer. Mhm. Was muss man da im Training denn für ein Pensum? Also da musst du ja, das sind ja 165 Kilometer mit diesen klimatischen Bedingungen, über die du gerade schon gesprochen hast, plus die Hindernisse. Mhm. Jetzt hast du ja im Training hier nicht die Hindernisse. Also was trainiert man? Also ich muss dazu sagen, dass gerade die Hindernisse das sind, was mich am Leben gehalten haben oder was mir den Reiz gegeben hat, da mitzumachen. Wenn ich jetzt sage, ich müsste jetzt 24 Stunden am Stück einfach nur laufen, dann hätte ich ein Problem damit. Dann ist es für mich zu eintönig. Es gibt viele, ich kenne auch einige, die das ganz toll finden, aber das könnte ich nicht. Mhm. Meine Schwachstelle war einfach das Laufen. Ich bin kein Extremläufer in dem Sinne gewesen, auch kein Ultraläufer. Also musste ich an meinem Laufpensum arbeiten. Und das war auch das, was ich zu 90% gemacht habe. Ich habe in der Woche zwischen, sagen wir mal, 100 und 180 Kilometer geschrubbt. Mhm. Alle Varianten von schnell, langsam, am Wochenende meistens 4-5 Stunden am Stück. Am Samstag 4, am Sonntag 5. Aber läuft man vorher auch mal 24 Stunden? Nein, das ergibt auch keinen Sinn. Da braucht man viel zu lange, um sich davon wieder zu erholen. Also das Maximale, was ich hatte, waren 10 Stunden ungefähr. Ja. Laufen. Lauf, ja. Tatsächlich. Und wie du es gerade so hat sich das auch für mich angefühlt. Es war nicht, dass ich das mit einem großen Vergnügen gemacht hätte. Ja? Wenn man so Hindernisläufe gemacht hat über 24 Stunden in der Wüste und da auch Weltmeister wurde, was kommt da noch? Also wovon träumst du noch? Ich muss sagen, tatsächlich, da bin ich in ein Riesenloch reingefallen. Das ist mir so noch nie passiert. Ich bin jemand, der braucht immer eine Herausforderung. Gerade diese Laufgeschichte, das ist für mich eine mentale Sache. Das macht auch den Reiz aus. Und das macht nachher auch den, wenn man so möchte, den Sieg aus von einem Verlieren. Es gab viel, viel bessere Läufer vor Ort. Aber letztlich nach 12, 13 Stunden oder nach 14 Stunden sind andere Sachen wichtig, dass man nicht aufgibt, dass man es schafft, einfach weiterzumachen, auch wenn einem alles wehtut, wenn man einfach nicht mehr weitermachen möchte. Und das ist der Unterschied, gerade bei solchen langen Strecken. Das hat für mich dann wieder den Reiz ausgemacht. 2017 bin ich nach Hause gekommen, ich hatte Mittelohrentzündung, mir ist rechte Trommelfell war angerissen. Man musste immer wieder von einem Cliff springen bei dem Wettkampf. Das sind 12, 13 Meter. Die ersten 4, 5 Sprünge haben Spaß gemacht, aber irgendwann macht das halt auch keinen Spaß mehr. Dann muss das irgendwann mal passiert sein, dass das Trommelfell eingerissen war. Ich war todkrank und muss ehrlich sagen, es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich dann irgendwie zu Hause gedacht habe, jetzt bist du fast 40, muss das sein? Ich habe keine Lust mehr für Laufen, keinen Spaß mehr ins Gym zu gehen. Das waren so 5, 6 Wochen, wo ich glaube ich auch unerträglich war für alle anderen. Und dann, an meinem Geburtstag habe ich gesagt, jetzt gehst du halt mal wieder ein bisschen pumpen. Und dann hat es 3, 4 Wochen gedauert. Dann habe mich gezwungen, wieder ins Gym zu gehen. Und dann kam auch der Spaß irgendwann wieder. Dann kam der Aufruf von RTL mit Showdown, die Wüsten-Challenge. Mhm. Dann hatte ich ein neues Ziel. Und dann war der Hebel wieder da. Und dann wusste ich, okay, das muss gemacht werden. Geh trainieren, zieh deinen Stiefel durch. Und was ist jetzt der Plan? Also wovon träumst du jetzt? Das war sportlich? Ja. Es gibt ein Event im Mai, das ich gerne gewinnen würde. Jetzt muss ich überlegen, was ist im Mai? Da sind die Beast Games. Das ist so ein Wettkampf, eine Mischung aus Strongman und CrossFit. Mhm. Eine vereinfachte Form von CrossFit. Beim CrossFit, sage ich mal, das ist mir selber, da werde ich nicht mehr rankommen, das ist zu technisch alles, aber Beast Games, sag mal, sind einfache Grundübungen und im Bereich Kraftausdauer, da bin ich letztes Jahr Dritter geworden und möchte dieses Jahr am liebsten gewinnen. Ja? Also das ist so mein Ziel für den Mai. Dann drücken wir die Daumen. Danach reden wir wieder. Gerne. Und für heute sage ich vielen Dank. Oh, werf schon um mich. Hätte gerne noch ein Autogramm von dir für meine Sammlung. Und sage herzlichen Dank an Sie. Vielen Dank fürs Dabeisein. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Ein bisschen irre ist es schon.
Ich behaupte nichts anderes. Hat mich sehr gefreut. Ich Markus, vielen Dank. Schönen Abend. Mit freundlicher Unterstützung von Goldochsen. Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.